Hallo und willkommen zurück. Ja, alle wichtigen Sachen sind eingepackt. Wir sind hier in Aufbruchsstimmung, Fahrhaber endlich zu verlassen. Muss mir gerade noch ein bisschen hier was trinken gönnen. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Und dann gebe ich Nick noch. Wenn ich habe, was du brauchst. Gebe ich Nick noch so ein bisschen hier vom Munitionsgedöns, weil ich nicht alles tragen will. Ich will seine Traglast ausreizen, sagen wir es mal lieber so. Ja, die kann er nehmen, so. Passt. Hey, schieß los. Hey, Valentine. Tja, Dima ist also tot. Nach all dem Gerede, ihn als Teil meiner Familie anzunehmen, ist er jetzt doch draufgegangen. Pech. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, Nick. Danke. Schön, dass ich dir nicht gleichgültig bin. Es ist nur... Es tut echt weh diesmal. Ziemlicher Volltreffer. Ah. Lass uns einfach gehen, ja? Ich will jetzt nicht mehr darüber reden. Du hast keine 5 Sätze mit ihm geredet. Nur so. Keine 5 Sätze, Nick. Naja, wir haben einen Windpark auszuschalten. Wir haben vorher noch was zu essen. Und wir müssen noch mit dem scheiß Longfellow reden. Ich hab mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen würdest. Ach, spar dir das. Ich hab den Longfellow natürlich in weiser Voraussicht in Ketten gelegt. Damit er bloß nicht nur auf die Idee kommt, hier irgendwie aufzumucken. Geht's los? Ich habe gehört, dass ihr seit Jahren versucht, einen alten Nebelkriecher aufzuspüren. Ganz genau. Ich nenne sie Schiffsbrecher. Gerissenes Biest. Alle Harbor-Bewohner halten für mich nach ihr Ausschau. Warum ist es dir so wichtig, diesen Nebelkriecher aufzuspüren? Das ist keine normale Bestie. Sie ist böse und tötet ohne Grund. Ich weiß nicht, ob es der Nebel ist oder sonst was Seltsames in ihrem Wesen, aber so eine Bestie habe ich zuvor noch nie gesehen. Inzwischen ist es was Persönliches. Das Monster hat viele Leute auf der Insel verletzt. Ich will dabei sein, wenn es erledigt wird. Hast gelitten, das Viech ist tot. Ich habe mich um Schiffsbrecher gekümmert. Wirklich? Für einen Festlandbewohner ganz schön beeindruckend. So froh ich bin, dass das Ding erledigt ist. Ich werde es trotzdem vermissen. Im Nebel umherzulaufen wird weniger interessant sein, da ich weiß, dass die Bestie nicht mehr hinter dem nächsten Felsen lauert. Ich war immer auf der Hut. Dafür bin ich dankbar, trotz der Trauer, die die Bestie über die Insel gebracht hat. Hier meine gute alte Harpunenkanone. Ich hatte sie für den Todesstoß für Schiffsbrecher aufgehoben, aber jetzt solltest du sie haben. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddie Spender? Dein Ernst? Das letzte Gefecht des Kapitäns, plus 150 Schadensresistenz beim Nachladen. Das ist für so ein Einzelschussding, glaube ich, gar kein blödes Extra, weil man damit viel Zeit für Nachladen zubringt. Wobei ich trotzdem lieber mehr Damage hätte und dafür ein One-Hit-Kill, dass ich beim Nachladen wirklich sicher bin. Ich meine, die 150 Damage Resistance. Wie viel hat unsere Power-Rüstung? Über 1000? Wir machen den Cooldown auch nicht mehr fett. Tot ist man trotzdem, wenn man in der Power-Rüstung mit dem Ding getroffen wird. Von irgendwas getroffen wird, sagen wir mal lieber. Was genug Damage hat, um einen zu rippen, hin oder her. Ich meine... Der Windpark ist neben Arcadia. Wir gehen also nur nach Arcadia hoch und dann seitlich runter. So in etwa. Stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe mir noch ein bisschen Notreserven-Muni gegönnt. Naja, eigentlich nicht eine richtige Notreserve. Ich hatte die mir schon eingelagert, damit ich ein bisschen Muni habe. Für das neue DLC dann. Aber nur für den Fall, dass hier noch ein paar Endgegner oder sowas uns dann bevorstehen. Es war ja so, dass wenn wir Fahaber den Strom abdrehen, dass dann die Kreaturen der Insel Fahaber heimsuchen und zerstören. Oh. Und falls da ein Endgegner kommt, wäre es, glaube ich, ganz schlau,
Ja, sagen wir mal wenigstens ein bisschen vorbereitet zu sein. Und nicht ganz ohne Muni dazustehen. Das wäre kacke. Ich hoffe, wir gehen so richtig. Das ist ja neben Arcadia. Also direkt nach Arcadia hochgehen müssen wir nicht. Und da ist auch schon die erste Turbine. Also ganz falsch können wir eigentlich nicht sein. Na, da ist schon der Map-Marker. Windpark-Wartung, weil das hier auch so gut zum Warten gelegen ist, ne? Ich meine, das Wartungsteam dafür braucht einen Kletterschein, oder wie? Hauptsache, da fließt das Blut noch. Danke für die Karotte. Ich mach den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Der Knopf funktioniert nicht. Vier extra starke Sicherungen. Das ist eine. Zweite, die dritte und die letzte. Ah, mach mal auf hier. Passt schon. Eindringling entdeckt. Aktiviere Gegenmaßnahmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Gegenmaßnahmen. Noch nicht sicher, da oben ist immer noch was an sich bewegen. RIP den Assaultron. Du bist überlastet. Ja? Komm vor. Ich brauche ein bisschen Red Hirsch. Alter Red Hirsch, letzte Portion, fürchte ich. Immer noch auf Vorsicht, hier ist noch was. Oh ja, da leuchtet was. Ja. Okay. Status der Windmühle abfragen. Okay. Vermutlich müssen wir in den Seiten noch was machen. Ah, der Umstand, dass hier ein Geschütz ist, sieht ganz gut aus. Oh, und eine Kiste. Plasmagranaten, Geld, Uhr. 10 mm brauche ich nicht. Ausführen, Tempest. Start. Mal ein Start, ne? Systemüberwachung eingeleitet. Turbinenstatus beschädigt. Richtiger Hacker. Du hast dir die Bürger von Fahava zum Feind gemacht. Wow, deswegen sind wir auch überhaupt nicht hier, oder? Na gut. Wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist.